Servus Leute bei Brauerfishing. Ich habe mal wieder Zeit, habe mir spontan überlegt, eine Nacht rauszufahren. Wir werden es versuchen auf Karpfen. Ich bin nicht alleine, mein Kollege ist auch mit mir. So haben wir die Möglichkeit, auf zwei Routen zu fischen, weil es ist nur eine Route erlaubt. Ich konnte jetzt längere Zeit nicht fischen und ich habe richtig Bock, Leute. Ich habe richtig Lust. Mal gucken, ein anderer Kollege war die Nacht hier, letzte Nacht, hat leider nichts gefangen, aber mal gucken. Vielleicht haben wir ja das Glück und können den einen oder anderen Karpfen überlisten. Ich werde jetzt das ganze Zeug aufbauen, nehme euch natürlich mit und dann sehen wir uns, wenn ich euch die Montagen erkläre. Wir haben jetzt schon 17 Uhr. Ich werde die Routen jetzt auch nur noch quasi, ich werde die nur einmal rausfahren und dann bleiben die auch liegen über nachts. So, alles klar, dann bis später. So Leute, kommen wir zu der Montage. Bei der Montage habe ich mir diesmal ein bisschen was anderes überlegt. Hier habe ich 0,60er Fluorcarbon drauf als Leader. Dann habe ich eine Safety Clip Montage und mit einem ganz normalen Standard Rig, ziemlich kurz. Und dann als Köder ein 20mm GLM Boli von TT Bites. Wie gesagt, ich schwöre auf die Dinger. Und ja, die Montage, ganz normal Safety Clip. Ja, und ein 20mm GLM-Boli. Das war's, das Ganze geht jetzt so raus und bleibt auch über Nacht liegen. We'll be right back.
Leute, es ist noch nicht mal dunkel geworden und schon der erste Biss. Und guckt euch mal was gebissen an. Guckt euch mal diesen geilen Fisch an, ey. Guckt euch mal diese geile Tinke an. Sag mal ehrlich, geil, eh? Richtig geil. So kann es weitergehen. Rute wieder raus und weiter geht's. So Leute, wir haben jetzt 6 Uhr und es ist ein richtig geiler Fisch eingestiegen bei meinem Kollegen. Der zeigt euch den jetzt mal, wenn er mitmacht. Ich würde mal sagen, für eine Kurzsession läuft es ganz gut. Da haben wir den guten. Den werden wir gleich wiegen, aber das ist doch schon mal ein schöner Fisch. Vielleicht geht ja noch was. So, Ladies and Gentlemen, wie ihr gesehen habt, habe ich gerade einen Fisch verloren, leider. Ja, hat sich richtig gut angefühlt, der Fisch. Aber das ist halt eben Angeln, das kann immer passieren, shit happens. Haben die Route nochmal neu ausgelegt, bleiben jetzt nochmal 2-3 Stündchen. Ja, und dann war es das auch schon. Leute, wir haben wieder einen Biss. Der Kollege ist am Drillen. So, ich werde mal die Warthose anziehen.
So Leute, nächster Fisch liegt auf der Matte. Alex, was sagst du dazu? Schöner Spiegler. Dann. Oh, will noch nicht. Der ist nicht ganz so groß, der will nicht so. Aber da kommt er. Da ist er. Petri. Danke. Mädels, der Trip neigt sich dem Ende. Und was ich noch sagen wollte ist, die Fische hatten jetzt 8 Kilo und 4 Kilo. Und die mein Kollege jetzt gefangen hat, die zwei Fische. Und ja, wir werden jetzt einpacken. Wir haben jetzt 11:30. Wenn sich kein Einpackfisch mehr überlisten lässt, dann war es das für diese Session. War eine kurze Session, war aber eine geile Session. Und was ich noch sagen wollte, diese TT-Baits, Hard and Light, die ich als Fische, ich werde nicht von denen unterstützt. Ich kriege die nicht bezahlt. Es ist einfach meine Meinung. Ich fische die halt sau gerne. Ich vertraue dem Köder, ich fange gut mit dem Köder. Und das ist keine Werbung für die. Wie gesagt, ich vertraue auf die Dinger, ich fange mit den Dingern gut und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Ladies and Gentlemen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. Beim Einpacken, ich habe die Ruten einfach nur von dem Rodpot gelegt und dann läuft noch einer ab. Ich werde verrückt. Guckt euch mal den an. Schön, nochmal einen kleinen Fisch. Schöner Einpackfisch.
Jetzt packen wir aber wirklich ein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.